Willkommen zurück seit langer, langer Zeit mal wieder zu ein Völkchen. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Ich lebe noch und ich habe die ganze Zeit in Lost Ark investiert. Ich mache mal Folgendes. Es sind ja einige Dinge, ich würde nicht sagen, an mir vorbeigegangen. Ich habe sie ja mitbekommen. Aber kann es sein, dass das Jahr 2022 so ziemlich das fetteste Spieljahr ist, das ich seit langer Zeit hatte? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so Woche für Woche irgendwelche Spiele rauskommen, die ich unbedingt spielen möchte. Wo mir die Zeit fehlt, das hier auf dem Kanal zu zeigen. Das heißt, ich muss mich entscheiden, spiele ich selber für mich und mache nur alle paar Tage ein Video. Oder mache ich jetzt jeden Tag ein Video, komme aber mit dem Spiel nicht hinterher. Und ich kann es mir tatsächlich einfach nicht leisten und mir eine Pause zu nehmen. Das heißt, ich muss das selber alles spielen und kann halt nur so in geregelten Abständen hier was zeigen. Ist natürlich schade, weil ich hatte mir auch vorgenommen, Sekiro nachzuholen. Das ist unmachbar. Das ist absolut aktuell zumindest unmachbar. Heute mal Lost Ark. Ich habe gestern auch 9 Stunden aufgenommen. Alter, 9 Stunden. Davor habe ich jeweils 12 Stunden gespielt, weil ich ein paar Tage Urlaub hatte. Und ey, da geht Zeit drauf. Und jetzt machen wir heute mal Folgendes. Ich zeige euch erstmal die Spiele, auf die ich mich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen freue. Und natürlich kommt jetzt die Woche oder nächste Woche Elden Ring. Das wird genauso passieren, dass ich da maximal 1-2 Folgen mache. Allein schon wegen den Spoilern ist man besser dran, das für sich selbst zu spielen, bevor irgendeiner schreibt, hier, du hast da das übersehen. Ihr kennt ja das Problem. Und dann mal gucken, wie lange ich brauche, um da durchzukommen. Ich hoffe nicht länger als eine Woche. Dann kommt ja auch schon der neue Final Fantasy Teil, also Stranger of Paradise heißt der. Es kann sein, dass da viele nicht so Bock drauf haben, aber ich mag dieses düstere Setting und das Combat-System. Dann sogar Puzzle Quest habe ich gesehen, kommt am 1.3. Dieser Heroes of Might and Magic Verschnitt, Song of Conquest, kommt dann irgendwann im Quartal 2. Das hat sich verschoben. Dann Kirby's Wonderland und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt halt so viele Spiele. Deswegen machen wir heute mal eine längere Folge von Lost Ark. Das sind zumindest die Dinge, auf die ich mich freue. Nebenbei läuft ja immer noch Genshin Impact. Und wo sollte man sich die ganze Zeit erholen? Das ist völlig unmöglich. Das heißt, auch ihr müsst euch entscheiden, was zockt ihr? Es ist ja sogar Horizon Zero Dawn, also hier der zweite Teil, draus mit, wie heißt der Teil, Forbidden Lands oder sowas. Und das ist ja auch ein Spiel, was sehr schön aussieht. Da muss ich gucken, ob ich das nicht nebenbei woanders mir anhöre. Ich habe überlegt, das zu spielen, aber das schaffe ich nicht. Da muss ich Sachen ausblenden und dann kommt dann, ich habe ja den ersten Teil schon nicht gespielt, dann lassen wir das wegfallen. Und es kann auch sein, dass ihr da jetzt eure Zeit damit verbringt. Und bei Lost Ark ihr Abstand von nehmt. Und ich sag mal so, Gott sei Dank ist bei Lost Ark hier auf dem Kanal das Interesse überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, ich konnte mich da ganz gechillt zurücklegen. Und jetzt machen wir ein bisschen Action. Was ist passiert? Ich habe gestern versucht, in den 9 Stunden das irgendwie zu schneiden. Ich krieg das nicht hin. Deswegen scheiße ich drauf. Ich muss, was heißt ich muss? Ich möchte. Ich möchte heute einfach dann völlig ohne Zeitdruck mal eine längere Folge aufnehmen. Weil ich brauche Zeit und dann könnt ihr mal für euch entscheiden, ob denn Lost Ark immer noch was für euch ist. Jetzt haben sich die Server ja so ein bisschen beruhigt. Ich habe keine Login-Schwierigkeiten mehr. Ich bin im Endgame, hab mir durch den Power Pass und du kriegst einen. Hier schon mal die erste Info, wer das Spiel spielt und gerne mehrere Helden haben möchte. Spiel mit einem Helden durch, das habe ich mit ihr gemacht. Also wirklich komplett durch. Du musst die Eislande geschafft haben. Wenn du die Eislande geschafft hast, passiert nämlich folgendes cooles Zeug. Du kriegst einen Power Pass. Kannst also einen weiteren Helden auf Level 50 einfach so bringen mit ein paar Boni. Und bekommst auch eine Ausrüstung der Gesamtstärke von 320. Fragezeichen? Über euren Köpfen? Natürlich, weil was heißt das? Gesamtausrüstung 320. Ihr braucht 320 oder 302. Müsste es sogar gewesen sein, um die dicksten Endgame-Sachen überhaupt angehen zu können. Das war nämlich ein großes Problem bei mir. Ich dachte, ich wäre schon im Endgame, konnte aber die Wächter-Dungeons, die Wächter-Raids nicht machen, weil mir da eine Stärke gefehlt hat. Aber einfach durchspielen. Einfach durchspielen, die Eislande schaffen und dann bist du im Endgame angekommen. Ich habe dann durch den Power Pass mir sie geholt. Das war sowieso von Anfang an mein Ziel. Ich habe mir ja die Platin-Edition gekauft und Halleluja, das ging ganz schön ab, denn das Equip von ihr hat mir nicht gefallen.
das modische Design von der Kriegstänzerin, aber schon. Deswegen habe ich alles dafür getan, dass ich das bekomme. Ich war auch stundenlang im Auktionshaus, da geht einiges an Zeit drauf. Ach, wisst ihr was, komm, ich starte mal hier mit ihr und dann wechsle ich zum Schluss nochmal auf die Person. Der Name Nefapito, wir kennen sie noch, ihr könnt es mal reinschreiben, wer ist das, wo kommt der Name her? Also es hat schon seinen Grund, warum ich die so genannt habe. Ja, könnt ihr ja für euch überlegen, welchen Grund es hatte. Ich sag nur Hunter, X-Hunter. So. Weil wir spielen mit scharfen Klauen und das ist die perfekte Besetzung, der perfekte Name. Weiße Haare, rote Augen. Ja, wir starten in Burg Wern. Weil ich möchte euch einmal das Auktionshaus zeigen. Es ist trocken und ja, ihr könnt ja vorspulen. Danach kommt die Action, danach werden wir uns mit dem Waffensystem, das Crafting beschäftigen. Und ich werde auch heute nicht alles zeigen können. Das Spiel ist so ultra komplex, dass ich auch mir nicht vorstellen kann, das noch weiter zu spielen. Gesamtspielzeit, die ich auf der Uhr habe, müssten jetzt so 120, 130 Stunden sein. Davon kannst du locker 20, 30 Stunden abziehen, weil ich das Spiel immer angelassen habe. Ich dann nur nebenbei im Auktionshaus war und was anderes gespielt habe. Also das ist nicht wirklich komplette Ingame-Zeit, aber in Steam siehst du ja, wie lange lief denn das Spiel. Und Steam nimmt ja nicht alles auf und checkt ja auch nicht, wann hast du was gemacht. Es ist auch perfekt 11 Uhr schon vorbei, denn ab 11 Uhr, das ist auch eine der ersten Infos, findet der neue Tag statt auf den Servern. Du kannst hier deine Dailies abholen, das mache ich auch direkt mal. Sprungessenz. Ihr erhöht den Verbrauch an Lebensenergie auf 3000 Haltbarkeitsverlust von Werkzeug. Ja, nett. Braucht man das? Das hier ist ziemlich cool. Und das, ja, Kartensätze. Ach komm, ausblenden. Ne? Einfach alles ausblenden. Wir haben doch keine Zeit. Ich habe sogar noch 1400. Die Forschung gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Hier von 1500. Und Piratenmünzen sind wichtig. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so, es gibt einfach so viele Sachen. Wo kriegt man Piratenmünzen her? Wie levelt man am besten? Was sollte man am Anfang machen? Fragen über Fragen. Ich kann euch nur sagen, wer ungeduldig ist oder nur nach Online-Guides spielt, sollte ja das Spiel vielleicht meiden. Ne? Das Spiel lebt auch schon von selbst entdecken. Und ihr braucht Zeit. Zeit und Geduld. Das kann ich schon mal sagen. Guck mal hier. Die haben alle die gleiche Waffe. Mich würde es nicht wundern, wenn die Spieler schafft, so wie in jedem normalen Online-Spiel, gar nicht selbst spielen möchte. Es ist ja auch so ein Trend, dass man immer online guckt, was ist der beste Charakter? Was ist die beste Ausrüstung? Und wie gehe ich am optimalsten von A nach B? Könnte ich jedes Mal kotzen, wenn ein Spieler so denkt und gar nicht mehr Lust hat, ein Spiel zu spielen, weil er irgendwie das Spiel entdecken möchte, sondern einfach, weil er nur, ich will irgendwo Platz 1 sein und selbst entdecken ist mir scheißegal. Hauptsache, ich bin irgendwo in 5 Minuten ganz weit oben und kann da mitmischen. Ja, muss halt jeder für sich selbst denken. Ich bin immer ein Freund dafür, dass man gerade, du wirst ja immer belohnt, weil du schaltest ja deinen Grips eh schon beim Spielen nicht ganz so doll an, weil du hast hier keine Ritzel oder so. Da ist Genshin Impact immer noch ein bisschen besser. Und hier ist es nur drauf losprügeln. Und dann finde ich es immer schon cooler. Da bin ich dann eher so bei Tanker, der sich auch immer alles anguckt. Was? Wieso kostet das Geld? Wieso kostet das Geld? Warte mal. Wieso kostet das Geld? Ach, ist schon wieder. Ist ja witzig. Meine Aura ist wieder einmal weg. Das ist ja witzig. Das Problem hatte ich schon mal vor ein paar Tagen. Hier. Die Aura ist schon wieder deaktiviert. Ist jetzt für mich nicht schlimm, ich brauche die Aura nicht. Es ist nur bitter, wenn du halt ein Paket kaufst. Und ich hatte ja just for fun dieses Platin-Paket gekauft für 100 Euro. Und diese Kristallaura hat ja einen Wert von 10 Euro. Und die sind weg. Nicht das erste Mal. Ich habe schon ein paar Tage gespielt, ohne dass ich da diesen Effekt hatte. Und das ist nicht so geil. Muss ich wirklich mal an der Stelle sagen, das Spiel ist schon, was das angeht, naja, oder es ist auf einem anderen Charakter drauf, was mich aber auch wundert, weil gestern war das auf beiden Charakteren drauf. Komisch. Ich find's komisch, dass das schon wieder einmal weg ist. Aber man braucht's nicht. Wundert mich nur. Na, ist ja perfekt. Das ist eins der Sachen, die hier bei Lost Ark immer noch nerven, dass so viele Bugs existieren. Es leckt auch ziemlich stark. Aber dafür macht das Online-Spielen halt Spaß, weil mit der Gruppe irgendwelche Raids machen und die Gina-War-Horn wegklatschen, das ist schon
sehr spaßig. So, ich gehe auch nicht umsonst hier hin. Aber wir wollten trotzdem mit was anderem anfangen. Aber es ist ja witzig, da habe ich schon direkt wieder das Bedürfnis, das Spiel zu beenden. Und deswegen ist das auch der Grund, ich mache heute auch die letzte Folge. Danach werde ich Lost Ark auch abschließen. Ich kann doch jetzt schon mal sagen, das war es dann doch keine 100 Euro wert. Aber ich bin trotzdem jetzt nicht abgeneigt, das Spiel damit unterstützt zu haben. Die Raids so jeden Tag einloggen, die Dailies holen, das mache ich dann schon. Die Hauptgeschichte aber zu durchspielen, das kann ich auch schon mal so als Vorfazit sagen, war nicht so unterhaltsam. Es gab diesen einen Höhepunkt. Wer das Spiel auch gespielt hat, für mich war der Höhepunkt die Sache mit dem Priester. Das war noch recht am Anfang. Ich will nicht spoilern, was da passiert, weil geschichtentechnisch war das mein persönlicher Höhepunkt. Da ist mit ihm was passiert und er ist dann eben von der Gruppe gesplittet worden, sag ich es mal so. Mehr sage ich nicht. Und das war das Coolste. Alles, was danach kam, ist nur das hier. Ich gucke auf die Karte, wo ist ein Ausrufezeichen, wo ist ein Fragezeichen. Ich gehe da hin, klicke mich durch. Ganz stupide und das über Dutzende Stunden. Und da muss ich sagen, das ist ja Volksverdummung. Das ist wirklich eine Verdummung gewesen. Oh, das sieht aber auch fett aus. Richtig geile Ausrüstung. Das hat mich einiges an Nerven gekostet, das hier zu holen, aber Hammer. Und dazu noch dieser süße Fuchs hier am Rande. Ah, ich darf mir die ablenken lassen von den schönen Dingen. Das Spielen bis zum Endgame war wirklich nicht geil. Ich habe sogar kurz mal überlegt aufzuhören, aber dann warst du schon soweit, hast Geld investiert und dann habe ich dann doch die Zeit genutzt und war auch eine gute Entscheidung. Schade ist, dass man hier keine Möglichkeit hat, die Hauptgeschichte einfach zu skippen. Dass du nicht gleich einen Powerpass bekommst und auf Level 50 anfangen darfst. Vielleicht gibt es das später, weil man verpasst da gar nichts. Außer ganz viel Geld und extra Goldmünzen und Piratenmünzen. Also die Währung im Spiel, die kriegst du durch Nebenmissionen wirklich en masse. Da kann ich nicht meckern. Aber sie machen halt keinen Spaß. Das ist nur Schicken von A nach B ohne Rätsel. Da muss man Bock drauf haben. Ich habe mir nebenbei bei den Rocket Beans hier das Schachturnier reingezogen, weil du brauchst eine Ablenkung. Das ist ähnlich wie, wer mir jetzt sagt, du MB, ich verstehe nicht, warum du immer bei Pokémon Shiny jagst. Wer das schon nicht verstehen kann, der wird doch nicht verstehen, warum man hier dutzende Stunden die Hauptgeschichte spielt. Das ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Nimm dir einfach irgendeine Nebenbeschäftigung, dass du hier durchspielen kannst. Und dann startet für dich das geile Spiel auch erst im Endgame und da hast du viele Sachen. Aber man sollte die Geschichte trotzdem spielen, weil es gibt ja alle paar Minuten und Stunden ein paar Tutorials und du brauchst die. Weil du hast, guck mal hier, du hast ja so viele Icons, um das alles zu checken, vergehen Stunden. Wisst ihr, was ich gestern gemacht habe? Auch in den 9 Stunden. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das nicht hochzuladen. Weil den Power Pass zu bekommen ist die eine Sache, den Power Pass zu spielen die andere. Du kannst skippen, mach das aber nicht. Weil du kriegst einen Begleittier und andere coole Waffen noch und Skins nur für das reine Halbdurchskippen für den Power Pass. Das auch mal so als Tipp am Rande. Und dann habe ich die ganze Zeit hier mich bei den Kampffertigkeiten auseinandergesetzt. Ich habe jeden einzelnen Skill probiert. Was können die Effekte? Das hat übelst lange gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Und hier genau das perfekte Beispiel. Ich könnte jetzt online gucken, was ist denn für meine Kriegstänzerin der beste Bild? Was greift denn aufeinander? Will ich aber nicht. Ich finde es cool, das alles so selbst zu probieren. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mich dazu entschieden. Ach komm, das machen wir später. Mann, ihr seht schon, das hat alles keine Koordination, wie ich hier die Folge beginne. Aber es ist ja auch kein Wunder. Es ist eben zu viel und du siehst jetzt hier auf dem Bildschirm irgendwas, willst das erklären, dann wieder was anderes, willst das erklären. So wird die ganze Folge ablaufen, Leute. Es wird ein bisschen wirr sein, genau wie das Spiel auch ist. Und ich hoffe, ihr habt dann halt so die wichtigsten Infos, um dann für euch nochmal zu entscheiden, ob ihr denn überhaupt nochmal anfangen wollt mit Lost Ark. Ich bin schon mal gespannt, ob dann noch ein paar Kommentare schon kommen mit, ja, ich bin schon Stufe 1000. Dann ja, das erwarte ich eigentlich auch schon. Aber wobei, wer jetzt schon Stufe 1000 ist, der muss ja durchgeballert haben. Ohne Online-Guide gar nicht machbar. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. So, was einige machen wir? Auktionshaus. Ja, das hier ist so nebenbei die eigene Basis. Dazu werde ich jetzt nichts sagen. Was ich cool finde, ich habe ja gestern freigeschaltet, dass ich hier in meiner eigenen Basis
Erze abkloppen kann, Bäume fällen und sammeln. Das heißt, alles Sammelbare muss ich nicht mehr auf der Oberweltkarte machen. Ganz bequem hat meine eigene Basis jetzt so Lootstellen bekommen, wo ich am Tag die Sau rauslassen kann. Das ist insofern interessant, weil du brauchst für bestimmte Pflanzen oder Bäume eine höhere Stufe, deine Handwerkskunst. Und es hat gedauert, da auf Stufe 10 zu kommen. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt hier ganz einfach alles bekomme, hätte ich damit gewartet, um meine Handwerkskünste eben hochzuleveln. Aber das auch nur nebenbei. Das ist eine von ganz vielen Dingen. So, jetzt habe ich hier Expedition abgeschlossen und Einführung Sparaktionen. Ach komm, wir machen das mal. Forschungskosten minus 1%. Das ist ein Witz, aber soll keiner sagen, dass ich mich hier nicht auf die täglichen Aufgaben konzentriere. Was haben wir noch? Expeditionsstation. Hier ist noch ein Schiff unterwegs. Woran sehe ich denn das? Hier irgendwo. Oh, noch 7 Stunden. Das muss eine lange Quest gewesen sein. Okay. Dann das Auktionshaus. Leute, das ist das erste große Feature, wo die Meinungen bestimmt schon auseinandergehen. Dieses Auktionshaus ist eine Sache, die gefällt mir eher nicht so. Auch da habe ich einige Stunden verbracht. Es war am Anfang auch schwierig herauszubekommen, welcher Wert hat denn meine Rüstung, welcher Wert hat meine Waffe. Wie muss ich das einschätzen? Und der Markt ändert sich. Es ist selbst hier schon sehr komplex. Ich empfehle, um überhaupt so ein Gefühl zu bekommen, was denn Gold bedeutet, weil das ist die Hauptwährung im Auktionshaus. Alles läuft über Gold. Du kannst Gold kaufen über den Ingame-Shop. Ich hoffe, der Shop geht gerade. Der Markt wird gewartet schon wieder und deswegen ist nämlich auch die Kristallaura weg. Das war genau wie im letzten Wochenende. Es läuft schon wieder nichts. Kann ich euch also nicht zeigen. Okay, dann müsst ihr mir einfach glauben. Ich würde es sonst euch einfach zeigen. Ne? Und zwar, man kann ja für Echtgeld Kristalle kaufen. Heißen die so? War nicht, dass ich das verwechsel mit den anderen Kristallen. Also es gibt so eine Währung. 10 Euro, 1000 Kristalle. Und wenn du hier auf den Store drückst, kannst du diese Kristalle bei sich ständig ändernden Goldpreisen einfach ausgeben. Das Dumme ist dabei, du musst immer einen festgelegten Wert von 238 Kristalle, das ist eine Einheit in dem Shop, eintauschen für den aktuellen Goldwert. Soweit verstanden? Es ist schwer zu erklären. Ihr wisst, 1000 kosten 10 Euro. Eine Einheit Kristallpaket sind 238, das heißt viermal kannst du es dort eintauschen, dann sind deine 10 Euro weg. Und wie viel Gold bekommt man jetzt dafür? Aktuell ist es so, dass eine Einheit so 250 mal großzügig aufgerundet dir bringt. Das heißt, du gibst 238 von diesen Kristallen aus und bekommst 250 Gold. Das kann sich aber variieren. Manchmal ist es bei 200 oder 100 hat es angefangen. Ich musste damals für 110 habe ich damals Gold eingetradet. Das ist heute das 2,5-fache. Das ist richtig krass. Also je mehr und je länger das Spiel läuft, desto höher wird wahrscheinlich dieser Goldertrag sein. Und da muss man immer drauf gucken. Weil für mich ist immer wichtig, wie viel Gold sind umgerechnet ungefähr 10 Euro. 10 Euro sind jetzt 1000 Gold. Aktuell, das kann sich alles ändern. Früher waren 500 Gold 10 Euro. Es kann sein, dass in 2 Wochen 2000 Gold 10 Euro sind. Und das muss man wissen, weil diese ganzen Skins hier im Auktionshaus. Mit dem Wissen habe ich nämlich versucht, meine Ausrüstung mir zusammenzukaufen von Annika. Denn das hier wollte ich haben, dieses Set. Und am Anfang hat das keine Sau angeboten. Das hier zum Beispiel finde ich, das ist unter Wert verkauft. 2000. Da geben Leute, also ich habe auch 2000 dafür ausgeben müssen. Ich glaube die 1984, das war ich. Danach wurde es noch teurer verkauft und jetzt geht der Preis wieder zurück, was ich mega dumm finde, weil das wird keiner, also entweder ist der Bedarf jetzt weg, die Leute brauchen das nicht mehr, aber ich denke mir, das sind so diese Platin-Gegenstände und die werden
je länger man spielt, an Wert gewinnen. Ich habe noch so zwei Ausrüstungsgegenstände, nämlich einmal die Waffe von der Scrapper-Klasse und einmal noch die Hose von Annika. Und ja, sie wird sich später für mehr verkaufen, bin ich ganz fest davon überzeugt. Aber hier kann man schon erkennen, so ungefähr 10 Euro kosten die Sachen, die Waffen kosten immer mehr. Und die Rüstung? Die Rüstung ist das, was die meisten haben wollen und am meisten auch Geld dafür löhnen. 30 Euro, das ist verdammt viel. Also bloß gut, man kann Gold auch im Spiel bekommen und muss das nicht durch Echtgeld machen. Das ist nur, um so ein reines Gefühl zu bekommen, was kosten die Sachen eigentlich. Weil so kann man nämlich abschätzen, ob das Wucher ist oder nicht Wucher. Ich meine, Preis ist sowieso subjektiv, teuer, billig. Aber im Schnitt kann man sagen, so eine Premium-Skin-Ausrüstung 10 Euro. Ist jetzt so das, was ich jetzt hier einfach mal behaupte. So, das Ding will keine Sau haben, das ist doch mega hässlich. Habe ich verkauft, 200. Und der wird's für 3200. Als ob, das wird kein Schwein kaufen für 3200. Was halt gut ist, wenn du ein Angebot selber erstellst, dann musst du 5% an Gold schon mal hinblättern als Pfand. Solltest du dann vorher dein Angebot abbrechen, behält sich das Spiel diesem Pfand bei. Das sind immer Tagesauktionen oder Dreitagesauktionen. Wenn du das aber einstellst und du bezahlst den Pfand und es wird nicht verkauft, kriegst du den Pfand aber wieder zurück. Also das Geld verschwindet dann nicht. Das ist eine gute Lösung, dass man die immer wieder abbricht und die Preise neu gestaltet. Hier, die Waffe für 2200 ist auch unter Wert verkauft. 20 Euro geht völlig klar, aber auch hier sage ich euch, die Waffe, die wird dann später. Und die habe ich noch, die könnte ich auch verkaufen. Und ich brauche sie ja nicht zweimal. Ich habe sie zweimal. Und ich könnte damit mir jetzt auch 2000 verdienen. Also ich habe noch ein Polster und könnte locker auf noch 4000 kommen. Spare ich mir aber alles auf. Ich bin da sehr geduldig. Und ein Begleiter. Ich habe immer Bock auf die Begleiter. Und passt mal auf, was die nämlich kosten. Nee, das waren die Reittiere. Das wollte ich euch zeigen, weil das... Das ist unnormal. Hier gab es einmal diesen Hirsch. Den hatte mal jemand angeboten für 1300. Da, vor 4 Tagen. Und ich wollte es kaufen, hatte kein Gold mehr. Da war schon der Kurs bei 220. Hier ist nämlich das Coole. Und jetzt fängt es nämlich an, warum ich sage, das Auktionshaus kann komplex werden. Dass man hier auch schon Gefahr hat, einfach Minuten bis zu Stunden zu verbringen. Obwohl das gar keinen Sinn macht. Denn dieses Reittier kostet auch im Ingame-Shop 1700 Kristalle, also umgerechnet 17 Euro. Und 1400 war also weniger als 1700. Das heißt, irgendein Spieler hatte das Reittier angeboten und für Unterwert verkauft. Und deswegen wollte ich es haben. Jetzt 1009, viel zu teuer. 2200 ist auch viel zu teuer. Das zu kaufen macht überhaupt keinen Sinn. Also, es sei denn, du willst das dir haben und hast halt keine Kristalle gekauft. Dann wäre das noch eine Option, aber normalerweise ist es auch so, dass die Goldpreise immer höher sind als die Kristallpreise. Tja, das nur... so. Genau, und das hier wollte ich auch mal zeigen. Das sind Platin-Reittiere. 150 Euro macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Wer auch immer sich das gekauft hat, den verstehe ich nicht. Allein das Platin-Pack kostet ja schon weniger. Oder du hast ja halt im Spiel schon die Möglichkeit irgendwie gefunden, das weiß ich nicht. Aber kommt man in einer Woche schon auf 15.000 Gold durch Kaufen und Verkaufen? Davon kann ich abraten. Man braucht das Reittier auch nicht. Ja, sieht ganz cool aus, aber es gibt auch andere coole Reittiere. Also wer das dafür zahlt, ja, muss damit leben. Macht nur aus Käufersicht gar keinen Sinn. Das, Leute, war das Auktionshaus. Jetzt gehen wir zurück mit dem Lied der Flucht, dem ich auf F2 drücke, sagte er. Ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, mich mit Maus und Tastatur zurechtzufinden. Also, auch wenn ich jetzt so knapp 100 Stunden wirklich im Spiel verbracht habe, ey, es ist schon wirklich eine Umgewöhnung. Ich bin kein Tastaturspieler auch immer noch und ich habe so oft Schwierigkeiten. Ich muss immer drauf gucken, ob ich das Richtige drücke. Manchmal verdrücke ich mich, was heißt manchmal, das passiert mir sehr häufig. Und dann dauern die Kämpfe halt auch länger, weil ich nicht optimal spiele.
So, und jetzt? Jetzt gehen wir zum Kämpfen. Das A und O, abseits jeglicher Erkundung, jeglichem Crafting und sonstigem Gedöns, was man hier machen kann, ist das die Hauptbeschäftigung. Das Craften funktioniert so, also das Craften ist ein falsches Wort, wir stellen ja keine neuen Sachen her, wir verbessern ja, enhancen unsere Waffen. Die Waffe selbst braucht diese roten Kristalle. Zerstörung Steinfragments, dann ein Harmonie-Sprungstein und genügend von den Harmoniefragmenten. Das brauchst du. Und wir brauchen Silber und noch mehr Harmoniefragmente. Ich kann das ja mal hier hochstufen. 750 ist schon sehr teuer, zumal ich nicht so viel habe. Silber ist kein Problem. Und jetzt? Jetzt fehlen mir halt diese Sachen. Und das Ganze kannst du bis 20 Mal machen. Irgendwann wirst du auch später eine bessere Waffe finden. Die haben auch alle eine andere Qualität. Und wie bekommt man jetzt diese Sachen? Man bekommt die Sachen durch die Chaos Dungeons und die Wächter Raids. Oh Mann, 38 Silber kostet das. Also da muss ich nochmal den Amazon Support anschreiben, das will ich alles wieder haben. Bitte gebt mir, wo ist meine Kristallaura? Ihr F-I-C-K-E-R. Nein, natürlich nicht. Ist alles nur Spaß. Es ist mir wirklich Mumpe. Es ist mir Wurst. Es ist nur blöd, dass man halt das Geld, was man investiert hat, sieht, dass es verbrannt wurde ohne Sinn und Verstand. Das ist eine Sache, die regt mich dann schon eher auf. Also ich unterstütze gerne solche Spiele, dass sie auch schön lange leben. Deswegen bin ich bei Genshin Impact auch noch bei dem Gnostiker-Pass fleißig am reinbuttern, weil das Spiel soll ganz, ganz lange existieren. Aber das ist dann so ein Anreiz, wo ich sage, ich gebe hier nichts mehr aus, weil es ja... Das ist für mich ein Zeichen, dass die Leute, die den Server hier warten, das gar nicht hinkriegen. Dass sie das jetzt nach ein, zwei Wochen einfach nicht schaffen, vernünftig hier die stabilen Server laufen zu lassen, dass man es nicht hinbekommt, die Sachen zu unterscheiden, wer hat was gekauft, wer kriegt welche Leistung, das ist ja, das ist schlecht. Dafür, dass ein Spiel schon so lange draußen ist, ist das wirklich richtig schlecht. Genau wie die Wartungszeiten auch. Naja, wir lassen uns davon aber nicht abschrecken. So, das hier ist ein Chaos Dungeon. Hier bekommt man die Sachen her, da sieht's. Dann, es gibt auch Nebenaufgaben. Die Daily Missions, da kannst du diese Steine zumindest herbekommen. Es gibt auch Inselquests oder normale Quests, kriegst du die auch manchmal. Und das sind eben die Wächter-Raids. Das sind alles so Sachen, da bekommst du das her. Und das machen wir mal. Das, was wir gesehen haben. Ich fange an mit den Chaos Dungeons. Und hier geht die Komplexität schon in die nächste Runde. Wir sehen hier Mindestanforderung. Das heißt, ich kann schon an der Stufe teilnehmen. Ich bin ja bei 340. Das kann man immer nachprüfen, indem man auf P drückt. Dann komme ich ins Charaktermenü. Hier steht meine Stärke. Und das ist eins der coolsten Features, weil das Spiel bietet ja die Möglichkeit an, dass du dir verschiedenste Sets anlegst. Ich gehe mal auf K für Kampffertigkeiten. Könnt ihr noch daran erinnern? Am Anfang hatte ich ja gesagt, es vergehen Stunden drauf, ehe man überhaupt sich dazu entschieden hat, welchen Skill nehme ich mit. Du kannst hier noch ein zweites Set dir einstellen, noch ein drittes, viertes, all das kostet aber mehr Kristalle. 100 habe ich schon, ich weiß gar nicht, warum das geblockt ist. Oder es kann natürlich sein, dass die Kristallaura nur für den einen Helden funktioniert, das wäre ja bitter. Dann ist das gar kein Fehler. Dann heißt das, ich muss mir für jeden Helden alles einzeln freischalten. Oh, das muss ich nachher mal gleich testen. Weil ich habe gedacht, du schaltest das für alle. Das wäre das nicht ein bisschen heftig? Zieh mal rein, du hast so 6 Charaktere und du musst für jeden Charakter alles einzeln freischalten? Um Gottes Willen. Das macht ja null Spaß. Oder ist es dann auch nur ein Fehler? Nee, ich habe schon wieder 0 Kristalle. Wobei, die hatte ich auch ausgegeben, das könnte hinkommen. Oh, das muss ich mal testen, ne? Das muss ich nachher, warte mal. Das teste ich auch direkt mal. Die Leute, ihr müsst jetzt durch. Das war zwar nicht gewünscht von mir. Ach komm, ich mach's später.
Warum jetzt der Wild und Herwechsel? Für das Zeigen hier reicht es ja trotzdem erstmal aus. So, ich gehe jetzt hier rein. Mach eine Matchsuche. Ich kann zweimal am Tag das looten. Hier unten steht's. 50 kostet's. Also kann ich zweimal rein. Der Ruhebonus heißt, wenn ich mal mit einem Charakter einen Tag lang nicht spiele, bekomme ich zumindest als Ausgleich, weil ich halt sehr faul war oder es zeitlich nicht geschafft habe, hier so einen Ruhebonus. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, bekomme ich einen so einen Balken abgezogen, bekomme dafür aber die doppelte Lootmenge. Das ist cool. Das heißt, wenn du mal eine Woche Pause machst oder hier in dem Fall 5 Tage, kannst du zumindest eine doppelte Belohnung bekommen und das ist nicht so übel. Ich kann da zweimal rein, bekomme also das Vierfache und das ist cool. Jetzt gehe ich auf Matchsuche. Was auch cool ist, ich habe euch da ja diese Kaderslots nicht umsonst gezeigt, denn es macht schon Sinn, sich für die Umstände, für die Gegebenheiten, sich immer unterschiedliche Kampffertigkeiten zurechtzulegen. Weil das Dungeon hier ist ein massiver Gruppenkampf. Der setzt also voraus, dass es schlauer ist, Gruppenattacken mitzunehmen. Habe ich aber nicht. Ich habe mich da jetzt... warte mal. Kann nur abbrechen. Ich muss nochmal zurück. Abbrechen nochmal. Scheiße. Kann ich raus? Ja, es sieht so aus, dass wir am Wochenende eh wieder Schwierigkeiten haben, dass wir hier ein Team finden können. Oder? Oh Gott. Bin ich jetzt drin? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht drin. Normalerweise bricht das Spiel jetzt immer ab. Geh nochmal auf Kader. So. Was ist mir schon mal passiert, dass ich vergessen habe, zurückzuschalten? Und dann bin ich mit der schlechteren Ausrüstung rein. Oder der schlechteren Vorbereitung. Ja, hat anscheinend nicht funktioniert. Gestern Abend hat das ganz gut geklappt. Ich weiß auch immer nicht, warum das so ist. Selbst diese Nicht-Match-Suche. Ich habe am Anfang gedacht, okay, die Leute, die sehen, welche Stufe ich bin und die hauen mich raus, weil du kannst ja auch eine Gruppe erstellen. Und du wirst dann unter Match-Suche einfach zugelost. Dann habe ich festgestellt, nee, das funktioniert, glaube ich, anders. Es scheint eine Serverschwäche zu sein. Denn gestern Abend, wo alles stabil lief, hatte ich keine Probleme, hier immer eine Multiplayer-Partie zu finden. Nur das Spiel ist zu langsam. Die kriegen das am Wochenende gerade anscheinend wieder nicht hin. Ich hätte doch die Aufnahme von gestern hochladen sollen. In einer komprimierten, gekürzten Form. Jetzt müsste es geklappt haben, oder? Oder werde ich wieder rausgeworfen? Wir gucken mal. Hier. Müssen wir abwarten. Wir können mal so ein bisschen lesen, was die anderen hier so erzählen. Ja, too much server traffic habe ich gerade gelesen. Ja, das wäre schon schade, wenn ich jetzt euch was zeigen möchte und das geht nicht. Aber das, ich lasse das trotzdem mal so ungeschnitten, weil das ist ja auch nochmal für diejenigen, die hier spielen wollen. Und ich bin ja schon auf einem Server drauf, der eben nicht der deutschsprachige gekürte Server ist, so wie Astra oder Astera, wie die da hießen, diese Ortschaften. Ich glaube, diejenigen, die dort drauf sind, die müssten noch größere Serverschwierigkeiten haben, weil der ein höherer Andrang ist, gerade von den deutschsprachigen. Ich bin schon auf dem letzten Server, wo es qualitativ nicht so schwer sein sollte, stabiles Multiplayer hier auf die Beine zu bringen, zumal ich auch nicht warten musste. Das war nämlich letzte Woche so dieses Problem, dass du immer beim Einloggen eine halbe Stunde mindestens warten musstest. Und es läuft nicht. Das ist nämlich auch eins der Gründe, warum ich mir nämlich nicht vorstellen kann, Lost Ark längerfristig zu spielen, weil ich kenne das gar nicht mehr. Ich kenne das nicht. Bei all den Spielen, die ich die letzten Jahre gespielt habe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so fucking frustrierend gewesen ist, dass man hier ständig abwarten muss, dass irgendwas passiert. Das ist auf diese Stunden, die ich gespielt habe, natürlich ein Witz. Aber die Spielzeit setzt sich natürlich auch genau dadurch zusammen,
Weil du wartest immer ab, bis irgendwas passiert, bis irgendein Raid stattfindet, bis irgendwann mal die Leute zusammenkommen, bis irgendwas funktioniert. Und das ist nervig. Das ist nervig und deswegen ist das auch eins der Gründe, wo ich dann schon verstehen kann, dass im ersten Video von mir ein paar Leute geschrieben haben, du, ich bin aus dem Alter raus und das ist nichts für mich. Ich muss gestehen, das ist dann auch so gesehen nichts. Jetzt hat es endlich mal geklappt, weil das ist dann auch nichts für mich. Weil ich bin im Jahr 2022 und knappe 40 Jahre alt, bin ich ja auch schon in dem Punkt, wo ich sage, ey, das muss funktionieren. Das muss funktionieren, ich muss da auch nicht unbedingt online spielen, aber es muss halt einfach funktionieren. So, wir können mal hier so ein Special machen. Der ging schön daneben. Erstmal berieseln lassen. So, mein Ziel ist es, diesen hier zu machen. Und ich sag nochmal, meine Heldin ist jetzt nicht für diese Gruppenkämpfe perfekt geskillt. Aber was ich halt geil finde, es ist neben meiner Scrap-Klasse die einzige, wo ich es auch mal schaffe, so sämtliche mir zur Verfügung stehenden Skillslots zu aktivieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil ihr seht doch, unten habe ich ja 8 Skills. Also oben 4, unten 4. Und normalerweise nutze ich die nicht alle, weil es gar keinen Sinn macht. Warum macht es keinen Sinn? Weil erstens gehen das meine Finger nicht hin, das ist mir zu aufwendig. Und du kannst auch nicht alle Skills hochleveln. Also du hast nicht so viele Ressourcen, dass du für 8 Skills das alles irgendwie hochleveln kannst. Deswegen spiele ich auch meistens nur mit 5, weil ich die hochwachsen konnte. Aber bei der Klasse ist eben das Coole, sie hat halt so schöne Fähigkeiten, dass selbst ein nicht hochgepimpter Skill mir was bringt. Wie zum Beispiel dieser eine Kriegsschrei, der unten auf D gelegt ist. Der hat nämlich den Effekt, dass ich meine kritische Trefferrate von mir und meiner Gruppe um 10% steigern lassen kann. Und das für 12 Sekunden, das ist schon viel. Und dieser eine Schrei, den ich mit A und auf S gelegt habe, der dient auch dem Zweck, dass ich den Gegner kurz zurückstoße. Und das ist eben cool, weil so kann ich zumindest noch mein Team supporten. Und hier bei den Massenkämpfen ist es schon sinnvoller, dass ich versuche, eher so Gruppenattacken gegen den Würmerschutz zu spammen. Und dass ich später mal mir einen Skill mitnehme, wo ich vielleicht nicht mehr so unterbrochen werde. So, okay, die Buffs sind wieder drauf. Ich bin noch mega abgelenkt. Weil ich habe jetzt, also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich jetzt nur darauf konzentriert, hier Sachen zu erklären. Ich habe auf den Bildschirm nicht geachtet. Da merke ich auch, das Spiel ist gerade fürs Zeigen und Präsentieren nicht Multiplayer-tauglich. Multitasking-tauglich. Das Spiel ist das beste Multiplayer-Spiel, ist nicht Multiplayer-tauglich. So, was haben wir jetzt? Hier passiert nichts. Das Spiel liegt nach wahrscheinlich. Guck mal, der Timer läuft schon, aber es kommen keine Monster. Ist das nicht beschissen? Ist das nicht beschissen? Achso, hier war irgendwas. Was war das gerade? Was war denn das gerade? War das so eine Art Glücksmonster?
Und es fällt auf, dass man hier in diesen Chaos Dungeons bekommt man viel mehr an den Ressourcen, dass man die Skills öfter benutzen kann. Deswegen macht es auch Sinn, dass man hier Gruppeneffekte mit reinnimmt, obwohl der Gruppeneffekt an sich nicht ganz so lukrativ ist. Ich meine, ich bin natürlich so equipped, dass ich im Solo-Spiel besser zurechtkomme. Aber da werde ich nochmal meinen Helden anpassen. Also auch ich werde das zukünftig schon so probieren, dass ich besser unterstützend hier an solchen Kämpfen mit teilnehmen kann. Weil irgendwann würde ich auch mal so ein MVP sein. Da bin ich noch meilenweit entfernt. Ja, MVP. Das Spiel gibt am Ende nochmal so eine schöne Aufschlüsselung. Wer hat den meisten Schaden gemacht? Wer hat das eben nicht? Da sieht man nämlich, ob man den anderen Mitspielern so ein bisschen unterlegen ist und ob man noch an was an seiner Leistung irgendwie ändern sollte. Was schade ist, die Endabrechnung ist so ein cooles Gimmick. Man braucht es nicht unbedingt. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kriegen wir hier 1000. Hier. Das passiert sehr häufig, dass immer einer mit dabei ist, der so gut die Hälfte allen Schaden macht. Und 55... Ach nee, Gruppenregeneration. 55% Gruppenregeneration? Das ist fett. Normalerweise steht hier Meister ausgeführter Schaden. Da habe ich auch Bock drauf. Irgendwie habe ich Bock drauf, mir mal so eine Klasse zu erstellen, die auch so als Tank oder als Heiler fungiert. Richtig Bock. Und einen Powerpass habe ich noch. Übrigens, der Powerpass, du kriegst 2 Stück. Einmal für das Durchspielen der Hauptgeschichte und einmal für das Erstellen des ersten Powerpass 50 Charakters. Dann kriegst du als Belohnung nochmal einen und maximal 2 darfst du auch nur bekommen. Jeden weiteren Helden musst du dir mühsam hochleveln, da weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll. War nochmal von Level 1 hoch einzüchten? Boah, nee, never. Never ever. Dann spiele ich lieber hier mit einer Klasse. So, das war's. Jetzt haben wir ein bisschen was bekommen. Oh, ganz viel Ausrüstung, eben doppelte Belohnung. Das ziehe ich mir einmal rein. Was fällt jetzt hier auf? Wir sehen, die Gegenstandsstufe ist 250. Würde ich mich also hier nur ganz sporadisch verbessern? Warum sporadisch? Die Werte sind doch gleich, könnte man meinen. Nicht ganz. Hier ist wichtig, die Qualität. Das ist mir auch erst später aufgefallen. Eine Rüstung hat bis zu 100% eine Qualität. Das sieht man unten bei den Bonuseffekten. Die Bonuseffekte dieser Rüstung sind besser als die Bonuseffekte bei der anderen Rüstung. Es sind marginale Unterschiede, aber es ist eine Verbesserung. Und deswegen macht es schon Sinn, das mit reinzunehmen. Habe ich überhaupt irgendwas anderes außer 250 Gegenstände? Ich glaube nicht, oder? Es ist alles 250. Die Ringe und Ohrringe sowie Halsketten, das ist immer interessant, weil das sind die einzigen Sachen, wo du Sachen wie Quitschance und anderes noch beeinflussen kannst. Da macht es manchmal sogar Sinn, sich bewusst für einen schlechteren Gegenstand zu entscheiden, weil der hier die besten Boni-Werte gibt. Mein Ziel ist bei der Person, die ich hier spiele, Quit und Flinkheit. Gar nicht mal Spezialisierung. Ich meine, der Schaden und der Zuwachs an Elementarenergie ist auch geil. Also die drei sind schon wichtig. Beherrschung, Zähigkeit und Kompetenz komplett vernachlässigen. Wir könnten jetzt gucken, wo ist Kompetenz drauf. Hier ist Kompetenz drauf. Das heißt eine Halskette. Die könnten wir noch eintauschen. Haben wir irgendwo eine Halskette gefunden? Das hier ist ein Ring. Nee, Schulterplatten. Ich habe keine Halskette, oder? Ist hier irgendwo eine Halskette? Das sind alles nur Ohrringe. Nee, kann ich eintraden. Okay. Dann, jetzt haben wir hier unten wieder so viel bekommen, dass es für ein Upgrade reicht. Und wisst ihr, was wir machen? Wir gehen da auch sofort mal hin. Ja Leute, wir machen heute eine längere Folge. Wie gesagt, es gibt viel zu zeigen und es wird auch eh die letzte Folge sein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da dann sauer seid, wenn ich jetzt zu lange um den heißen Brei rede. Ich habe immer das Gefühl, weil gerade bei so Online-Spielen, die sehr viel Erklärungsbedarf haben, neige ich dazu, in Rederei zu verfallen. Es ist schwer zu entscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Was auch wichtig ist, Sachen verkaufen. Das machen wir mal.
Ich werde später eh bessere bekommen, auch wenn ich gerade erklärt habe, dass die Qualität wichtig ist, aber da sind die Werte so minimal unterschiedlich. Ich werde später eh eine bessere Rüstung bekommen. Guck mal, hier war einer, da war doch 100%, oder? Nee, ich hatte selber 100. Ah nee, das waren keine 100, das waren 93. Also wenn der Balken rosa ist, ist schon mal gut. So, das zerlegen wir jetzt. Und guck mal an, wir kriegen dadurch auch die Sachen. Warum habe ich das also gezeigt? Damit ihr wisst, bloß nicht verkaufen. Zerlegt die Dinger. Ihr bekommt wertvolle Ressourcen allein durch das Zerlegen. Und das muss man auch wissen. Also, wenn du das vorher nicht gecheckt hast, nutzt die Info. Jetzt können wir wieder eine Waffe hochstärken. Das ist gut. Was gemein ist, die Chance, dass unsere Waffe gestärkt wird, ist nicht immer 100%. Am Anfang ja, ich glaube bis Stufe 6 ist das noch 100%. Danach ist aber die Wahrscheinlichkeit, hier oben nämlich, kleiner. Ab Stufe 6 steht hier 90% und du kannst die Teile hier opfern, kriegst du auch durch Nebenaufgaben, dass du nochmal 2% höhere Erfolgschance hast. Das heißt, du sammelst eifrig die Items und irgendwann kriegst du die Krise, weil du das Sammeln zwar geschafft hast, aber du hier kein Glück an der Stelle hast. Und dann musst du nochmal farmen und nochmal craften und das ist bitter. Aber das Spiel weiß schon, wie man hier langfristig einem Spieler so die Spielzeit abluchsen kann. Und das, Leute, ey, das, was ich zeige, das ist ein Bruchteil. Das ist wirklich nur ein Bruchteil. Aber das sollte man am Tag mindestens geschafft haben. Und der Rest ist dann so Inselerkundung und an Koop-Quests teilnehmen, noch ein bisschen Gold farmen, bisschen im Auktionshaus rumstöbern, Inselmarken sammeln, tue dies, tue jenes, Emotes holen, das Spiel bietet viele Songs, Emoticons zum Ausdrücken, die du auch für Quests brauchst, also, ja, also sammeln kann man hier en masse. Guck mal, das ist unsere Ausrüstung. Da sind wir von 340 just mit einem dieser Weights auf 360 gekommen. Das geht aber auch nur am Anfang so schön einfach. Das wird dauerhaft nicht funktionieren, wenn ich jetzt hier wieder hochgehe. Also ich kann ja da nochmal reingehen, das mache ich aber später. Jetzt machen wir erstmal so einen Wächterboss. Und als ich den das erste Mal gemacht habe, diesen Wächterboss, da ist mir aufgefallen, ey, das Spiel ist gar überhaupt nicht wie Diablo. Das wurde ja am Anfang damit verglichen. Ich kann sagen, ne. Es hat ganz, ganz minimalistische Ansätze. Und zwar die Vogelperspektive und so ein bisschen das Kampfsystem. Das ist das Einzige. Ansonsten hat das Spiel nichts mit Diablo zu tun. Es ist sogar eher ein Spiel, wo ich sage, das hat mehr Ähnlichkeit mit Monster Hunter. Mal passt mal auf, diese Wächterweights hier. Die Wächterweights und das, was man als Belohnung bekommt, das ist 1:1 Monster Hunter. Nicht nur das Legen eines Bosses. Oh, ich wollte 83, habe ich nicht. Schade, okay. Hier ist eine Halskette. Und hier ist auch die Gegenstandsstufe höher. Das ist fett, weil der Gegenstand, der wird mir mehr bringen. Und ich nutze die Auszeit, um ein bisschen was zu trinken. So, ich bin gespannt, ob das Ganze hier funktioniert. Ob wir diesmal mehr Glück haben und sofort reinkommen. Ja, Lost Ark. Lost Ark ist halt, also ist schon ein cooles Spiel. Im Endgame wurde gemerkt, der Weg dahin war die Hölle. Aber wenn man hier angekommen ist und sich an den Kämpfen erfreut und die machen auch Spaß. Ich habe gestern zum Beispiel mich bei einem weiter unten, das war der hier, Stufe 420, da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen, weil ich immer gestorben bin. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich dachte mir, ja komm, hier oben die Rage-Stufe 5. Der hier, wo du fast 1400 brauchst. Das ist fett. Der wird auch höchstens mir zu schaffen machen. Aber nein, der hier,
Da habe ich bestimmt so 3 Stunden gekämpft und habe den nicht geschafft. In der Gruppe. 3 Stunden! Und soll ich was sagen? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, weil da kam so diese Monster Hunter Feelings auf, dass du einen großen Drachen kämpfst. Und da kann es ja auch passieren, dass wenn du 3-mal stirbst, hast du ja beim Monster Hunter diesen Kampf nicht geschafft und hast die ganze Zeit vergeudet. Hier gehen die Kämpfe maximal 20 Minuten. Wenn du es nicht schaffst in 20 Minuten, dann ist einfach mal der Kampf nicht geschafft. Bei Monster Hunter war es noch schlimmer, weil es gut bis zu einer Stunde mal funktioniert hatte. Hier 20 Minuten. Dann, das Monster muss erstmal gefunden werden. Das ist auch wie bei Monster Hunter. Du musst es erstmal suchen. Und es gibt Items, wo du es aufdecken kannst, wo du das Monster verfolgen kannst. Auch wie bei Monster Hunter kann das Monster flüchten. Es haut ab, wenn es schwächer ist, die Nase voll von dir hat. So, und jetzt kann ich hier nicht... Wir haben wieder das Problem, dass ich nicht reinkomme. Aber ist ja nicht schlimm. Da kann ich ja ein bisschen nebenbei noch erzählen. Ja, dann musst du es eben suchen und dann musst du es bekämpfen. Du hast auch das Limit von maximal 3-mal darfst du besiegt werden. Und du hast ein Ausgangsbasislager. Das Schwierige bei den Kämpfen ist, du hast keine Heilung. Ganz, ganz großes Problem. Du darfst nämlich nur begrenzt Heilflaschen mitnehmen. Die Laschen-Heileffekte, es gibt ja Heiltränke, die bis zu 45% Lebenspunkte heilen, sind 5-mal pro Quest begrenzt. Das heißt, du kannst sie 5-mal maximal heilen. Und die größeren Heilsachen, die bis zu 60% der Lebenspunkte wieder auffrischen, die darfst du sogar 7-mal mitnehmen. Also musst dich vorher entscheiden. Ich denke, das wird dann später dahingehend funktionieren, dass du Heiltränke hast, die eben sehr, sehr stark sind, fette Effekte haben. Und dann kannst du halt so 7-mal maximal dich heilen. Und das war's. Wenn du deine Heilampullen aufgebraucht hast, musst du so gucken, wie du ums Überleben kämpfst. Was du machen kannst, wenn du alle deine Heiltränke verbraucht hast und du denkst, Mensch, ich will jetzt nicht sterben, weil dann ist ja ein Versuch weg, dann kannst du immer noch ins Basislager zurücklaufen. Da ist so ein Heilkreis, der zählt als Basislager. Dann bekommst du alle Heilsachen wieder zurück. Es kann sein, dass euch das vorher auch gar nicht aufgefallen ist und dass ihr denkt, scheiße, ich muss jetzt hier mit 5 Heilflaschen zocken. Wie soll ich denn das schaffen? Dann kann ich ja gar nicht draufprügeln. Dann muss ich ja wirklich überlegen, auszuweichen, dass der Gegner mich nicht trifft. Ey, und die One-Shotten dich. Es gibt hier Bosse, die haben Attacken, da bist du One-Shot. Da könnt ihr euch ja hochrechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in der Vierergruppe, dass man nur 3-mal stirbt? Das ist alles andere als hoch. So, und jetzt würde ich aber schon gerne mal hier einen Kampf teilnehmen. Das war gestern Nachmittag genau das gleiche, dass man hier schon Minuten verbraucht hat. Aber es wird alles gezeigt, Leute. Das zeige ich euch. Denn wer jetzt nämlich hier beim Zugucken schon eine Krise bekommt und sagt, oh, das ist ja überhaupt nichts für mich, dieses ständige Warten ist ja ultra nervig. So ist es. Genau das ist es. Es ist nervig. Da muss es schon ein Hardcore-Fan sein, aber man denkt sich, ey komm, 2-mal, ich muss nur 2-mal einen Raid schaffen. Lass mich da einmal rein und dann ist gut, dann hau ich hier ab. Dann Tschüssikowski. Tschüssikowski, Raid-Boss. Das wird ja wieder nichts. Das Spiel, das lädt zu lange. Irgendeiner wird wieder abbrechen. Ich habe gestern gedacht, es läge an meiner schwachen Internetverbindung, aber nee, habe ich überprüft. Ich habe eine 250.000er Leitung. Die ist auch stabil. Es sind die Server. Es sind diese verschissenen Server, die einfach jedes unmöglich machen, in der Gruppe zu zocken. Und du könntest jetzt auch versuchen, das alleine zu machen, aber glaub mir, das ist genauso nervig. Du wartest genauso lange. Habe ich nämlich gestern auch probiert. Da hat so 6-7 Versuche gedauert, ehe ich selber der Quest alleine beitreten konnte. Traurig ist das. Das ist so traurig. Auch da musste ich mich anstellen. Ich weiß gar nicht warum. Warum muss ich mich anstellen bei einer Quest, die ich alleine machen möchte? Und deswegen kannst du hier auch die Zeit nutzen und... Ja, daddeln wir hier ein bisschen rum.
Wir können noch mal über die kommenden Spiele was erzählen. Dann nutze ich einfach da die Zeit. Ich wollte ja eh so einen Game Talk machen. Denn, ja, Elden Ring wird auf jeden Fall nächste Woche gezockt. Ich habe auch den glücklichen Umstand, dass ich genau meinen arbeitsfreien Tag am Freitag habe. Das ist endlich mal ein guter, zusätzlicher, positiver Effekt für das Spielen. Ich habe mich erst geärgert, weil am Wochenende ist ja Pokémon Go Event. Aber Jahr für Jahr ist es so, dass ich immer, wenn so ein Event stattfindet, arbeiten muss. Und du kannst das vorher nicht planen, weil das Event wird wann angekündigt? So einen Monat vorher, da stehen ja die Arbeitszeiten schon fest. Das heißt, ich kann dann nie irgendwie frei nehmen, Urlaub nehmen oder sonst irgendwas, dass das Wochenende geblockt ist. Aber ist nicht schlimm. Jetzt kommt ja eh Elden Ring. Und dann zocke ich doch lieber am Freitag Elden Ring und mache dann mal so ein Video für den Samstag. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann habe ich auch gar nicht so viel Zeit, denn ihr habt ja gesehen, Final Fantasy kommt ja auch schon dann im März, in einem Monat. Das heißt, ich habe für Elden Ring, wenn ich Puzzle Quest noch spielen möchte, und Final Fantasy und die anderen Spiele, ich gebe mir mindestens, oder was heißt mindestens, maximal, genau das Gegenteil, maximal eine Woche. Und dann bin ich hoffentlich mit dem Spiel durch. Ey, die Leute, die haben alle so Bock. Aber das kann doch nicht sein. Guck mal, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier... Wie lange warten wir jetzt hier schon? 8 Minuten? Seit 8 Minuten? Ich glaube ja, oder? Vorhin war hier 13.50 Uhr. Das ist doch Katastrophe. Das hier ist gerade... Für mich ist das hier die Vollkatastrophe. Also nicht nur, weil das für die Aufnahme ultra störend ist. Sondern weil ich... jeden Tag immer einplanen muss, hier Zeit zu vergeuden. Und das nimmt natürlich den Spielspaß. Ich kenne das nicht, also bei Genshin Impact kenne ich diese Schwierigkeiten nicht. Wenn die Wartungsarbeiten haben, dann warten die und lassen dich im Spiel nicht mehr rein. Dann ist es aber auch gefixt und du hast keine Schwierigkeiten. Also für mich persönlich, ich sage hier auch ganz klar, für mich ist Genshin Impact das mit Abstand bessere Spiel. Endlich komme ich rein. Der große Unterschied ist aber, das muss ich dem Spiel ja zugute tun, dass du hier eine sinnvolle Koop-Möglichkeit hast. Das Zusammenspielen mit anderen Leuten macht hier schon mehr Spaß. Bei Genshin Impact ist es aber die Welt. Die Welt zu erkunden ist dort das A und O. Ich erfreue mich dort auch an den Charakteren viel, viel eher als hier, weil mein Held zum Beispiel sieht zwar schön aus, aber man braucht es optisch auch gar nicht, weil durch die Vogelperspektive siehst du eh nur marginal, wie dein Held aussieht. Und bei Genshin Impact kannst du schön ranzoomen, du siehst halt den immer schön hinter dir, da ist die Kamera so schön. Du hast eine freie Kamera, hier eben eine festgelegte. Das heißt, die Welt, auch wenn sie im Comic-Style den einen oder anderen nicht zusagt, die ist schon besser. Die ist besser und du hast eben Rätsel. Hier hast du keine, hier ist es wirklich nur ganz typisch MMO. Das Spiel übrigens erinnert mich auch sehr stark an ganz klassische Mobile-Games. Weil wer bisher gesagt hat, du, Mobile-Game juckt mich überhaupt nicht, das ist Abzocke, alles Pay-to-Win, das ist hier nicht anders. Das hier ist zwar kein Pay-to-Win, alles, was man hier ausgibt an Geld, ist lediglich, habe ich zumindest das Gefühl, für optische Anreize. Und das geht völlig klar. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, das Spiel hat all das, was ja die meisten Spieler, so wie ich das mitbekommen habe, an einem Mobile-Game verabscheuen. Ich persönlich habe nichts gegen Mobile-Games. Ich spiele sie sehr gerne, weil die sind ja kostenfrei. Und es ist schon so, dass auch alle Spiele durch die Bank weg kannst du auch zocken, kostenfrei. Die meisten, die sich da immer aufregen, sind ja genau die Personen, die es eben nicht abkönnen, mal so für eine Woche spielen zu müssen, um da ein bisschen Progress zu erleben. Das ist hier nicht anders, also bist du ungeduldig? Klar, dann musst du vielleicht irgendwas eincashen, wo du jetzt keinen Bock drauf hast. Ja, können wir hier Spezialaktionen machen. Und hier kann ich zumindest ein bisschen unterstützen, das ist gut. Das war dumm, okay, er ist immun. Dachte ich mir schon. Aber den Effekt, den ich hier habe... Ja, ich stehe zu weit weg, zur Kreis gebracht. Immer schön ausweichen und Team supporten. Das ist das Einzige, was ich machen möchte.
So, jetzt kann ich den Spezialskill machen und den hier. Für den Boss überlege ich, vielleicht einen anderen Effekt mit reinzunehmen. Die Kombo sieht aber so aus, dass ich eben versuche, erst die eine Aufladefähigkeit zu spammen. Denn wenn ich die spamme, bekomme ich nämlich für drei... Ich glaube für 10 Sekunden... Oh. Nichts ist schlimmer, als wenn du eingefärbt bist bei einem Bosskampf und du kommst da nicht weg. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es gibt auch so Runden, da wo ein Spieler oder eine Spielergruppe überhaupt keinen Bock hat, den Kampf auf die weite Fläche zu verteilen. Ey, wie oft es passiert, dass du am Rand irgendwo stehst oder in einem Gang und die Leute wollen dann gegen den kämpfen. So, jetzt rennt er auf mich zu, das ist schon mal schön. So, ich kann mein... Oh, ich habe mich verdrückt, das meine ich. Jetzt habe ich leider meinen Wirbelsturm zu früh genutzt. Ihr seht's, meine Heldin hat ja drei Kugeln. Hat er mich getroffen? Okay. Du kannst auch leider nicht durch den Gegner so durchrushen. Jetzt habe ich drei Kugeln. Das erste, was ich mache, ist Holdenis. Ich werde einmal meinen Betäubungseffekt nutzen, dann mich stärken und jetzt den Wind. Und das ist doch fett. Genauso muss es funktionieren. Das ist so die Kombo, die ich mir überlegt habe. Und so habe ich Bock zu spielen. Also ich habe mich wieder verdrückt. Wird öfter passieren. Der Wirbelsturm macht kontinuierlichen Schaden. Der ist zwar nicht so hoch, aber wenn der beendet ist, teilt er enorm aus. Und das so nebenbei zu wirken, ist völlig in Ordnung. Dann mit der Taste R kann ich einen Betäubungseffekt nutzen. Bei Bossen natürlich überhaupt nicht sinnvoll, aber ich bekomme einen 30%igen ATK-Boost für 10 Sekunden. Und das nutze ich dann für die darauffolgende Attacke. Und ich habe auch festgestellt, für Bosse ist es auch immer ratsamer, eher so schnelle Attacken mitzunehmen. Schade, er kam nicht durch. Der Angriff kam nicht durch. Und da muss ich noch optimieren, weil wir haben ja schon einen Gegner, der ist jetzt nicht so schnell und agil. Und trotzdem kommen meine Angriffe nicht durch. Weil ein Boss unterbricht dich so oft und so stark, dass es eben, so wie ich gerade kämpfe, nicht so schlau ist. Bei meinem Scrapper zum Beispiel, da habe ich alles bei Bossen gesetzt, dass er immer hingeht, einen Schlag macht. Also so wie bei Hunter x Hunter, dieser eine Typ, der immer nur einen Schlag macht und die Zeit ablaufen lässt. Und wartet, bis eben sein Effekt eintrifft. Ja, der Eissturm ist ein bisschen Mist. Jetzt kann ich wieder. Oh, jetzt habe ich. Jetzt Wirbelsturm, komm schon. Das ist eben das Schöne, weil damit bekommt meine Klasse eine unwahrscheinlich hohe kritische Wahrscheinlichkeit. Das macht den Kampf oder das Kämpfen mit ihr so spaßig. Und da muss man überlegen, ob denn das hier für einen ist. Ich weiß nicht, ob es Items gibt, wo ich ins Lager zurück kann. Das Lager ist das hier oben zum Beispiel. Dort würdest du... Naja, komm, ich geh mal hier... Mal zurück. Aufsplitten, weil wir kommen sonst nicht mehr nach oben. Es kann sein, dass der Boss jetzt hier oben ist. Und dann hätten wir ein Problem. Deswegen gehe ich erstmal lieber hier zurück. Ist er nicht, der ist nicht hier, das ist sehr schade. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so schlau ist, dass die Gruppe mir folgen sollte. Also, gerade wenn so ein Boss nicht da ist, halte ich es besser. Ah, ich werde mich auffallen. Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber ich werde mich auffallen.
Wäre schön gewesen, wenn jetzt der Boss noch in der Nähe gewesen ist. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht. Aber guck mal hier, wenn ich jetzt hier reingehe, zack, habe ich wieder 5 Tränke. Hammer, oder? Muss man wissen. Wenn du noch genügend Zeit hast, lohnt sich das, gerade bei so schweren Bossen. Das ist immer noch besser, als drauf zu gehen. Und die machen das nicht. Die wissen das nicht. Guck mal, ist ja jetzt gerade hier oben. Die sind schon gestorben. Unsere Sterbeleiste ist schon weg. Und dann gehen die jetzt nicht zurück. Okay, das ist krass. Dann wissen die das nicht. Das ist eines der ersten Dinge, die ich getestet habe, weil ich habe mich nämlich gewundert, warum ist da oben ein Lager? Wofür? Weil du startest ja auch nie von dort. Ja, wobei doch, wenn du jetzt keine Wiederbelebungsfedern mehr hast, dann ja. Aber ich kann es den Spielern auch nicht übel nehmen. Das Spiel hat eben sehr viele Sachen zum Ausprobieren und ich habe auch sicherlich nicht alles gefunden oder gecheckt. Zum Beispiel gibt es hier auch Granaten, kann ich die mit reinnehmen? Ah ja, ich kann zwar Granaten ausgerüstet haben, aber ich darf sie hier im Kampf nicht benutzen, was sehr schade ist. Die werden sterben, Leute. Die werden sterben. Weil die keine Heilung mitgenommen haben. Das ist dann schon ein bisschen dumm. Ah, ich nehme es zurück. Das ist nicht dumm. Wie gesagt, wenn man es nicht weiß, kann man dann sagen, es ist dumm. Man muss es ja lernen. Ich hätte Folgendes machen können. Ich hätte vielleicht in den Chat reinschreiben sollen. Holt euch Tränke. Schade, dass der Crit nicht durchkam. Mich trotzdem getroffen. Schade. Der Angriff ist nur dann gut, wenn die ganze Salve durchkommt. Bin ja auch fast tot.
Ja, man könnte jetzt nochmal zurückgehen, um zu zeigen, dass man hier auch heilen kann. Ich mach das mal, weil das ist nur ein Lerneffekt. Die Leute werden sich jetzt wundern, wo ich jetzt hingehe. Und jetzt findet bei denen halt zumindest... Mal, die checken das nicht. Die sollten sich das angucken. Das ist ziemlich dumm. Wir hätten es geschafft. Das hätten wir doch mal geschafft. Ist ja bitter. Wir hätten das locker geschafft. Wir haben den jetzt nicht geschafft, weil die anderen das nicht gecheckt haben. Oh, ist das bitter. Und die haben sich jetzt nicht gewundert, warum ich zurücklaufe. Okay, da muss ich sagen, das spricht für keine hohe Intelligenz meiner Mitspieler. Traurig. Also, das tut mir für die jetzt... Also, das tut natürlich... Für mich tut mir das leid, weil ich wollte denen jetzt was zeigen. Wenn das wieder passiert, breche ich natürlich sofort ab. Oh, Leute. Das ist ja perfekt, dass das hier in der Aufnahme passiert ist. Ey, Leute, ihr könnt euch heilen. Ihr müsst den Kampf nicht so beenden, ne? Der hatte noch 10%, das hätte ich locker geschafft. 10% in 7 Minuten, easy going. Das hätte ich 100% geschafft. Und überlegt mal, die müssen jetzt nochmal rein, sich nochmal anstellen und nochmal gegen den kämpfen, was ja wesentlich länger dauert als 7 Minuten, als mir die Möglichkeit zu geben, mir Tränke nochmal zu holen. Die haben es nicht gewusst, krass. Also ich sag nochmal, ich nehme mir das nicht übel, dass sie das nicht wissen, aber dass sie sich nicht gewundert haben, warum ich zurücklaufe. Dass sich keiner von denen gefragt hat, hä, was macht denn der da jetzt? Wieso läuft denn der zurück? Was erhofft denn der sich? Will er die Zeit ablaufen lassen? Und der schlaue Beobachter, der wird doch vorhin schon gesehen haben, dass ich ins Lager zurückgehe. Schade, es ist schade, dass meine Mitspieler nicht so viel IQ hatten. Schade, das ist wirklich schade, dass sich da keiner von den drei gefallen. Ich wiederhole mich, naja, egal, was soll's. Auch ich übersehe Dinge, aber das ist doch auffällig. Und vor allem, das Schöne ist ja, das wisst ihr nicht, die Leute, die gestorben sind, die dürfen auf mich, auf den Helden, der noch spielt, zuschauen. Das heißt, die Kamera bewegt sich dorthin. Das heißt... Die haben auf jeden Fall haben die gesehen, dass ich zurückgehe. Die haben das auf jeden Fall gesehen. Und das ist eben das, was ich gerade so erstaunlich finde. Die beobachten mich und denken, ach scheiße, komm, Kampf ist vorbei, breche ich ab. Traurig, das ist wirklich traurig. Naja. Irgendwann kommt die Einsicht. Die werden das später irgendwann checken. Egal. Das war's dazu. Ich werde hier natürlich mich durchwuseln und dann nochmal die Sachen angehen. Weil, wie gesagt, das sind die Dailies. Die hole ich mir auf jeden Fall. Ist halt nur bitter, dass es jetzt dadurch beendet wurde. Das ist wirklich sehr bitter. Aber so ist es manchmal. Das ist aber irgendwie auch cool, weil damit bleibt es halt ein bisschen spannend. Und schaffst eben nicht jeden Boss. Und das sind gerade mal noch die Anfänge. Und umso cooler sind es dann, wenn die ganzen Bosse später dann noch pompöser werden. Oh, wer weiß, welche Sachen ich schon nicht gecheckt habe. Aber ich bin ja bei solchen Spielen jetzt auch nur ein Noob. Und ich bin auch schon fast 40, also ich merke auch, gerade was das Thema Nachdenken angeht und intelligente Sachen machen. Ich merke auch schon bei einigen Spielen, dass ich erstens anfange, weniger Lust zu haben, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Die ist aber hier, bei dem Spiel wie Lost Ark, wieder da. Da möchte ich mich schon mit beschäftigen. Aber, ja, im Alter wird man nun mal nicht schlauer. Das Gehirn lässt nach, du musst es trainieren. Da bin ich eben auch dankbar, dass es eben Spiele wie Genshin Impact gibt, die ja noch so ein paar coole Rätselmechaniken beinhalten, dass ich dadurch, ja, zumindest ein bisschen noch gefördert werde, weil ansonsten passiert mir das genauso, dass ich irgendwo einfach
Man wird ein Spielerzombie. Da habe ich am Anfang der Folge auch schon drüber gesprochen. Diese Fähigkeit zu verlieren, selber nachzudenken, nur nach Online-Guides zu spielen, ohne überhaupt zu wissen, was man da tut. Der Vorteil ist halt, wenn du online nachguckst, kommst du halt schneller zum Spiel und kannst dann, wenn es nur noch ums Optimieren geht, ja auch nochmal deinen Grips anschalten, wie du halt Sachen anders regelst. Aber das ist die Frage, ob das die Leute auch machen oder ob sie nicht dann wirklich sagen, du, ich habe jetzt den Guide, der funktioniert und damit spiele ich das Spiel durch, um dann zu sagen, hier, ich habe jetzt alles geholt. Ja. Aber es ist dann trotzdem die Gefahr, also auch ich merke das, je mehr Spiele ich spiele, desto stumpfer wird das, weil die meisten sind ja von der Machart immer gleich. Deswegen habe ich mir auch, wie heißt das Spiel? Talos Principle habe ich mir auch gekauft, weil ich das mal bei den Rocket Beans gesehen habe. Habe ich eine Folge mir von dem Florentin angeguckt und das ist ein Spiel, das ist auch auf meiner To-Do-Liste. Auch wenn ich dort versage, ich würde mir das niemals trauen, in einem Let's Play das zu spielen, weil da ist die Gefahr viel zu hoch, dass ich einfach Sachen übersehe und ich mir da die Blöße nicht geben möchte. Das ist völlig menschlich. Also, da möchte ich gerne scheitern, aber eher im Privaten. Da kann ich es nicht gebrauchen, wenn dann noch irgendein anderer Mensch sagt, du, ich habe das in 5 Minuten schon gelöst, das Rätsel. Das hilft mir mal gar nichts. Da geht es mir noch schlechter. Das sorgt eher dafür, dass ich aufhöre, mit dem Spiel zu spielen. Aber ist auf meiner To-Do-Liste. Oder mache ich das mal im Let's Play? Traue ich mich nicht. Das ist so ein Spiel, das würde ich mich niemals trauen. Da habe ich zu viel Respekt auch vor anderen Leuten, dass die halt schlauer sind. Ja, ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, aber man muss auch eingestehen können. Eigene Fehler und es gibt Menschen, die haben eben einen IQ von 160 und Menschen, die sind bei 100 ungefähr so angesiedelt. Ne? Und irgendwo dazwischen wird unser Eins sich auch bewegen. Also ich vermute, ich bin irgendwo bei 150 oder so. Okay, dann ja, die 0 und 5 vertauscht. Was machen wir jetzt noch? Also wir wollen noch ein bisschen erkunden und zwar das Letzte, was ich euch zeige, ist Folgendes. Hier oben der Marker ist der wichtigste. Weil hier sehen wir, wann findet irgendwo was statt. Oh, Schlafliedinsel, da könnten wir hin. Wollen wir da mal hin? Reicht das noch? Es ist jetzt nicht so weit weg, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr schaffe. Vielleicht habe ich Glück, wenn die Quest beginnt, dass sie nicht ganz weg ist. Das ist zumindest die einzige, die in der Nähe ist. Der Schiffskin, den ich habe, der hatte mich hier 84 Kristalle gekostet. Man bekommt im Spiel auch diese Währung. Und ich kann es nur empfehlen, weil die Karte ist groß. Guck mal, die ist wirklich riesengroß. Und immer das... Ich weiß nicht, wie... Na, ihr hört schon raus, ich hakel mit meinen Wörtern. Ich weiß nicht, was ich zuerst sagen soll. Weil es ist auch hier wieder komplex. Du hast die Autofunktion bei jedem Schiff. Der Skin gibt dir die Möglichkeit, dass das Schiff automatisch dir einen Schub gibt. Unten, schaut mal, da wo Leertaste steht. Da füllt sich eine Energieanzeige immer auf, automatisch. Und ab und zu findet man hier oben zum Beispiel so eine Fässer. Die Punkte sind Fässer. Wenn ich die Fässer aufsammle, bekomme ich schneller Leertastenenergie. Ich nenne es mal so. Und dieser Skin sorgt dafür, dass der automatisch Fässer in der Umgebung einsammelt und automatisch auch die Leertaste drückt für mich. Das ist gut, weil damit bin ich schneller und kann nebenbei irgendwas anderes machen. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, mal auf Toilette gehen. Für eine Minute. Oder andere witzige Dinge tun. Ich könnte auch mir was zu essen machen. Habe ich auch schon geschafft in der Zeit. Weil ihr seht, das frisst unwahrscheinlich viel Zeit. Aber das ist eben typisch MMO. Aber es gibt dafür auch so unglaublich viel zu entdecken. Das ist eben das Schöne. Und ich glaube, ich schaffe das nicht mehr zur Insel, oder? Vielleicht muss ich ja in der Nähe sein. Wenn ich Pech habe, ist sie schon weg. Dass sie gleich geblockt wird. Das wäre bitter. Da habe ich es aber auch mal getestet. Das heißt, du musst, wenn so ein Event startet, auch dafür sorgen, dass du es zur Zeit auch schaffst. Jetzt habe ich einen ungünstigen Moment gewählt. Ich würde euch gerne nochmal so ein Wächter-Way zeigen. Ich habe noch einen von gestern aufgenommen. Also entweder mache ich dann den Wächterweight nochmal in der Nachvertonung oder schaffe sie auf die Insel.
Weil ein Wächter-Raid kannst du nämlich auch nur einmal am Tag machen. Hier steht auch die Zugangsvoraussetzung. Die Bedingung. Stärke 302 habe ich ja. Und hier könnte ich noch gar nicht mit dran teilnehmen. Und die geben dir auch nochmal so Verstärkungssachen für deine Waffen und Ausrüstung. Oh, ich darf noch. Läuft das Event noch? Ich hoffe, das Event läuft noch. Oh, war das die Quest, wo ich jetzt für 20 Minuten nur auf ein Ei einprügel? Das könnte es gewesen sein. Alter, das ist eine geile Quest, aber auch eine... Nee, die war das nicht, oder? War die das? Nee, da komme ich zu spät, leider. Ich war ja schon mal. Hier ist eine Fee, die sich vor mir versteckt. Und irgendwann öffnet sich da das Portal und... Ja, ich hab's verpasst, leider. Schade. Ich habe es verpasst, oder ist der Ausgang? Ist der Eingang noch hier? Nee, die stehen noch. Schwein gehabt. Die stehen noch. Oh Gott, wie war denn das? Das war eine sehr... Hier habe ich auch eine Online-Guide gebraucht, weil ich die Fee nicht gefunden habe. Weil du siehst die auf der Karte nicht. Ist nicht angezeigt. Und dann... Hier müssen wir tanzen. Hier müssen wir tanzen, glaube ich. Oder spielen? Was war denn das? Tanzen oder wanken? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas muss er machen. Gleich steht hier, was er machen soll. Du musstest entweder wirklich irgendwas spielen. Und dann ging es darum, wer am meisten diesen Effekt nimmt. Irgendwas hatte ich noch nicht. Beim letzten Mal konnte ich auch nur zugucken, weil mir das passende Emote gefehlt hat. Resonanz. Ich habe Resonanz nicht. Ich muss ein Lied spielen. Scheiße. Lieder spielen ist mit F2. Fehlt mir. Mir fehlt es. Hier unten ist es. In Peito. Ich glaube, dafür brauche ich Piratenmünzen. Schade, ich habe es nicht geschafft. Das heißt, mein Anteil war gleich 0. Aber das ist für eine Quest, wenn man die Inselmarke haben möchte. Denn eins der übergeordneten Sammeleffekte, die du hier hast, ist, du willst Inselmarken haben. Jede Insel gibt dir eine Inselmarke. Und für jede Insel musst du halt andere Herausforderungen meistern, um an diese Marken zu kommen. Aber ich finde es gut, dass das Spiel sowas hat, weil neben den ganzen Wächterkämpfen und so weiter bietet das Spiel auch die Möglichkeit, sehr viel zu erkunden. Na, wir haben ja noch Zeit. Guck mal, wir haben jetzt noch sehr viel Zeit, bis der Wächter-Raid stattfindet. Vielleicht überspringe ich sogar die Zeit. Guck mal, eine halbe Stunde. Ich gehe mal zu dem Ort. Ich weiß auch, wo der Ort ist. Denn da waren bereits sehr viele Quests. Nämlich hier irgendwo. Genau, Peito. Peito Win. Peito Win ist die beste Insel. Dann nutze ich die Chance und werde noch mal ein bisschen was trinken. Da bin ich auch schon wieder und dann gucken wir mal, ob wir noch eine andere Insel ansteuern können. Ich habe jetzt für die Aufnahme anscheinend so einen schlechten Moment genutzt. Was wir noch machen können? Ich bin jetzt kein Freund der Nachvertonung. Ich nutze einfach die Zeit und werde mich dem Wächter nochmal stellen. Oh, perfekt.
Der Wait ist in Vern und da gehen wir nachher auch hin. Wobei ihr spielt ja auch mit einem Helden. Ich bin da schon bei. Warte mal, habe ich nicht sogar schon 460? Könnte ich das nicht? Warte mal. Was habe ich C gedruckt? Ne, ich bin bei 450. Vielleicht schaffen wir es noch auf 460. Oh, ich habe Gold bekommen. Wieso habe ich eine Gold bekommen? Wann war der Moment, wo ich Gold bekommen habe? Das ist mir völlig entgangen. Ist zwar nicht viel, aber das sammelt sich natürlich dann auch an. Ja, Peito, hier soll wohl irgendwo Resonanz zu bekommen sein. Das wollte ich mir schon längst mal kaufen. Vor allem, ich war hier so oft. Ich vergesse das immer. Das sind so die typischen Sachen. Es wäre auch eine Idee, mal zu gucken, ob man bei Lost Ark sich nicht da wirklich eine Online-Hilfe sucht. Weil das Finden der ganzen Emotes und Songs, das ist ja essentiell. Du brauchst das ja. Und... naja, auf der anderen Seite, wir haben ja gerade gesehen, wenn dir irgendwas fehlt, du siehst ja im Spiel als Hinweis, wo du es bekommen kannst. Also, da hast du ja die Online-Hilfe direkt schon drin. Nee, dann lasse ich das. Dann hole ich mir keinen Online-Guide. Das Einzige, was ich dann machen würde, ist, die Mokoko-Samen zu holen. Hier ist ein Trade-Typ. Der müsste es haben, der Trading-Typ hier. Das sind auch immer, wenn ihr das Zeichen seht, das ist mir auch dann irgendwann in Richtung Endgame aufgefallen, es sind die besten Händler. Ich habe zum Beispiel auch eine Piratenfrau gefunden, die für 3600 Münzen mir irgendein Emote verkaufen konnte. Habe ich mir auch mühsam erfarmt, passt mal auf. Also ich merke Progress. Hier, nee, das ist falsch. Das. 3500, die Münzen sind gut, weil die haben den besten Eintauschwert für Piratenmünzen. Also dieses Trade-System ist auch sehr komplex, das könnte ich auch mal langsam eintauschen. Habe ich noch nie gemacht, ich habe immer so Freundschaftspunkte bekommen und ihr seht's, auch ich habe noch nicht alles gemacht, weil ihr braucht Zeit dafür. Was haben wir hier? Meisterwerke, das sind Sammelgegenstände, kannst du auch eintauschen. Da steht's. Oh, was ist denn das? Ich kann mein Segel personalisieren. 16.500 brauche ich. Das ist Crap. Piratenmünzen übrigens bekommt man für Inselaufgaben am meisten. Es gibt auch Koop-Quests, wie das Bergen von Schätzen. Da habe ich die auch schon sehr oft bekommen. Zumal du auch Piratenmünzen eintauschen kannst für das, was ich gerade gezeigt habe. Weil diese Koop-Quests, die geben dir immer das hier. In einer sehr hohen Zahl. Oder es gibt auch generell Quests, die dir eine Truhe geben, wo du aussuchen kannst, welche Münzen du nimmst. Da bin ich mir immer unsicher. Das habe ich genutzt, weil ich ein Emote kaufen will. Das hier unten habe ich genutzt, weil ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Es gibt, ich weiß nicht, wo es gewesen ist. Irgendwo. Vielleicht sogar in deiner eigenen Behausung konntest du diese Münzen tauschen. Ne? Wir haben ja genug Zeit. Wir nehmen uns einfach mal die Zeit. Wir machen mal den Spaß. Wir gehen bis zum nächsten Wächterboss und ich versuche mal meine Ausrüstung auf Stufe 460 zu kriegen. Und dann Daumen drücken, dass das auch ausreicht. Dann gehe ich auch nochmal ins Wächterdungeon rein. Dann machen wir heute ein bisschen Halligalli. So, habe ich hier eigentlich jetzt noch meine Aura? Nee, die Kristallaura ist ja auch nicht aktiv. Dann ist es wirklich ein Bug vom Spiel gerade. Durch Serverwartungen. Immer wenn die irgendwas warten, dann ist es vorbei. So, ich wollte... wie jetzt? Haben die nicht gerade gesagt, Forschung abgeschlossen? Habe ich mich verlesen. Dann war das irgend so ein Gruppeneffekt. Judy, Kommando zurück. Wir wollen... ja, wo wollen wir eigentlich hin? Was machen wir jetzt? Wir... nee, stopp. Ich mach was anderes. Ich gehe
Lied der Rückkehr. Das kann ich zwar nur einmal. Normalerweise einmal pro Stunde. Dadurch, dass aber der Platin-Kaufeffekt weg ist, muss ich hier 2 Stunden warten. Das ist auch bitter. Warum 2 Stunden? Ich finde, so einen Effekt, den könnten sie eigentlich dauerhaft einführen. Dass man da möchte, nö, du Spieler, du kannst da zweimal abkürzen, einmal abkürzen in 2 Stunden. Ansonsten musst du schön mit dem Schiff dahin fahren. Denn ich will ja Zeit sparen. Dann werden wir mal ein paar Monster klatschen. Ich habe gestern mir bei einem die Zähne ausgebissen. Den werde ich erstmal nicht machen. Das heißt, wir stärken unsere Ausrüstung, bevor wir in den Wächterboss reingehen. Indem wir hier erstmal nochmal ein bisschen Spaß und Action haben. 420. 460 schaffe ich noch nicht. Okay, dann machen wir das. Und wir gucken oben auf die Zeit. Ich habe ja keine Not, also das ist wie vorhin schon gesagt, das wird auch eh wahrscheinlich die letzte Folge sein von Lost Ark, es sei denn, ich spiele das wirklich noch nebenbei weiter und irgendwann gibt es ein Event, wie weiß ich nicht, Sommer-Event, Herbst-Event, Weihnachts-Event, dann werde ich davon berichten, ne? Weil jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich am Tag so mindestens einmal einloggen kann. Und was wir hier auch gerade gesehen haben, was auch schön ist, jeder Charakter hat die gleichen Möglichkeiten, die Sachen zu looten. Also es ist nicht pro Account einmal begrenzt. Hast du 5 Helden, könntest du quasi 10-mal am Tag diese Cast Dungeons machen. Oder die Wächter Raids eben auch machen, wenn du so viel Spaß dran hast. Du könntest auch die Wächter Raids so machen, um dich halt zu verbessern. Auch das ist eine Option. Macht aber, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn. Ja, schade. Es ist so schade, dass ausgerechnet heute wieder einmal die Serverlast so hoch ist. Dann machen wir schon mal ein Video und ihr müsst halt so wie ich einfach nur abwarten, bis Sachen passieren. Schade ist das. Das ist wirklich sehr schade. Hier würde sich ein Stream jetzt eignen. Aber das ist eben auch so schade, weil wie viel von euch spielen das? Ich glaube, einer war da sehr dabei. Das war... War das THGGF irgendwas? Das war doch die Person, die auch bei Genshin Impact so richtig krass dabei ist. Also ähnlich wie ich, anfällig auf so Online-Rollenspiele. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn jetzt hier eine Gilde wäre. Ich bin ja in einer Gilde. Das Gildensystem kann ich euch auch mal zeigen, aber das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Na, wobei, doch, ich kann da mal in der Gilde ein bisschen was erzählen. Auch da bekommst du irgendwann eine Quest. Das sind die Gildenmitglieder, das bin ich, MB Presents. Und ich zähle immer noch als neues Gildenmitglied. Das Spiel sagt auch, dass du als Neuling zählst für genau 3 Tage. Soll wohl unterbinden, dass du Gildenaktivitäten erst dann machen kannst, damit du nicht immer aus der Gilde rausgehst, wieder reingehst, dass da auch so ein bisschen Gildenbindung ist. Damit will man das wahrscheinlich unterbinden, dass man zu oft wechselt. Was ja an sich okay ist. Mir ist es auch an sich egal, in welcher Gilde ich bin, aber es wäre cool, wenn ich jetzt auch wüsste, ey, da ist vielleicht einer mit dabei, der hier gemeinsam noch zocken kann, so ab und zu. Aber ist halt nicht. Und der Einzige, der in der ersten Folge das geschrieben hatte, der ist ja auch auf dem Server Asta, aber dass es mir dann zukommt, ich möchte nicht wissen, wie viele Schwierigkeiten ich dort mit dem Spiel hätte. Weil es ja dort noch hoffnungsloser überlaufen ist als hier. Und ich habe ja hier schon starke Schwierigkeiten. Überleg mal, wie lange wir brauchen, um daran teilnehmen zu können. Aber ich muss, wenn ich den Wächter auf der Stufe 460 besiegen möchte, dann sollte ich hier zu Potte kommen. Und es ist genau das gleiche in Grün. Ich habe euch vorhin erzählt, ich würde hier auch gerne die Chaos Dungeons einzeln machen. Ist machbar.
Aber es würde halt genauso lange dauern und in der Gruppe, ey, da ist die Meute schneller weg. Gibt's denn aktuell so ein Spiel, was ihr so richtig hart zockt? Hat denn einer von euch angefangen mit Horizon Zero Dawn, den zweiten Teil? Und ist da jetzt in der Welt drinne? Vom Gefühl würde ich sogar auch sagen, dass mir Horizon bestimmt besser gefällt als Lost Ark, weil diese freie Kamera und nicht warten müssen und eine schöne Geschichte mal zu lauschen. Dort gibt's ja auch richtig schöne Bossmonster auch. Wenn ich jetzt nochmal den Timer zurückdrehen würde, dann würde ich Lost Ark tatsächlich meiden. Jetzt, wo ich im Endgame aber bin, ist es okay. Aber es ist kein Spiel, was man jetzt unbedingt gespielt haben muss. Ich habe mir auch mal so ein paar Berichte schon durchgelesen und auch Meinungen. Das ist ähnlich wie bei New World. Das war ja auch am Anfang sehr gehypt, aber da waren die Server wohl auch nach ein paar Wochen wieder leer, dass man sich bereits lustig gemacht hat, dass es bei Lost Ark genauso passiert. Was aber auch kein Wunder ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum Amazon Games das nicht schafft, dass man wirklich von Anfang an noch über Wochen hinweg so eine schlechte Performance an den Tag legt, dass man auch gar keine Lust mehr hat hier, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Das läuft zum Beispiel auch alles andere als flüssig. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wenn ich hier so rumlaufe, dann passiert es sehr häufig, dass ihr so ein stockendes Bild seht. Das ist nicht, weil ich das schlecht aufnehme oder schlecht gerendert habe oder schlecht schneide. Das ist einfach so. Das Spiel ruckelt permanent. Weil trotz hoher Downloadrate ich hier einfach keine gute Bildrate hinbekomme. Also ich müsste entweder die Performance des Rechners noch weiter runterschrauben, aber daran liegt es halt nicht. Es ist der Server. So, und wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann lasse ich das. Dann hat es jetzt hier für mich heute erledigt, dann warte ich nicht mehr bis 15 Uhr. Dann werde ich einfach nur berichten, wie es da abgeht. Dann bin ich auch zu faul, mir nochmal altes Videomaterial zu holen. Weil dann hat es das Spiel auch einfach nicht verdient, die Sachen zu zeigen. Dann ist das so, komm hier, dann hau ich ab. Dann hau ich ab. Ihr seht es also, Spielspaß sieht anders aus. Das Spiel hat sehr coole Ideen und Mechaniken. Das Inselerkunden macht auch immer noch sehr viel Fun. Also ich habe jetzt kein Problem, mich da auch auf der See aufzuhalten, mal von A nach B zu gehen und auch zu gucken, ob da Koop-Quests sind, mir die Emotes zu sammeln. Das Spiel hat so viel wahnsinniges Zeug an Sammeln, dass ich mich in der Welt schon gerne aufhalte. Aber es ist halt nicht geil. Es ist halt kein super geiles Spiel. Es ist aber auch kein super Scheißspiel, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Wenn es die Performance besser wäre und man könnte im Koop auch mal wirklich zu Potte kommen, dann ist das ein ganz anderes Thema. Oder wenn die Ausfälle hier nicht sind oder mal im Shop die Sachen funktionieren würden. Weil manchmal brauchst du doch ein bisschen Gold, weil du im Auktionshaus irgendwas gefunden hast, was du haben möchtest und du hast so oft keinen Zugriff drauf und kriegst deswegen kein Angebot, was günstig reingestellt wurde. Bitter ist das. Es ist bitter. Und ja, das PvP-System wollte ich auch mal zeigen. Habe ich aufgenommen. Das ist genauso nicht geil, weil es gibt PvP-Inseln. Da musst du manchmal hin und willst halt Sachen dir holen. Weil du es halt brauchst, wegen Sammeln. Nun sind es aber blöderweise Inseln wie die Schleiminseln. Da gibt es halt Leute, die warten, dass sie dich über PvP wegklatschen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendeine Medaille gibt. Und du willst aber nur hin und sammeln. Das nervt mich schon. Weil wie spaßig ist es, wenn du so ein 1350 Gegner vor dir hast und du bist ein Noob und fängst gerade an und wirst immer weggeklatscht und kannst die sammeln? Nervig. Es gibt auch PvP-Quests, also Inseln, die sich auch nur dann öffnen, wie gerade diese Schlaflied-Insel. Dann machst du auch nichts weiter als kämpfen. Und die Inseln geben dir auch eine Inselmarke, die du aber nur dann kriegst, wenn du der ultimative Pro-Gamer bist, der halt Nummer 1 ist. Schaffst du am Anfang nicht. Auch dort ist es so, dass natürlich die Leute mehr Spaß haben, die schon hohes Level sind.
weil sie Freude dran haben, die Noobs wegzuklatschen. Es ist aber auch normal. Es ist verständlich und so wäre ich später wahrscheinlich auch. Aber das ist eben kein geiles PvP-System. Da wäre das nicht cooler, wenn diese Inseln so ein Cap haben. Für bis maximal Stufe 250, bis maximal Stufe 290, 400, also von bis. Dass man auch eine faire Chance hat, in einem PvP-Kampf sich auch zu behaupten, ne? Und nicht nach dem Motto, der Stärkere gewinnt ganz einfach, weil halt ihm kein Schaden zugefügt werden kann. Naja, das ist so mein persönliches Ding. Also auch da, PvP ist hier in dem Spiel so eine Sache. Es gibt einiges, was hier nicht so rund läuft. Auktionshaus ist gewinnungsbedürftig. Die Serverauslastung ist gewinnungsbedürftig. Vogelperspektive ist auch nicht jedermanns Freund. Kampfsystem. Die Raids machen zum Beispiel auch nur bedingt Spaß. Weil die Hitboxen der Bosse, ich hätte es gerne mal gezeigt, auch so eine Sache sind. Manchmal stehst du neben einem Gegner. Das war bei diesem Donnerdrachen oder der Eisdrache der Fall. Und wie oft habe ich Schaden bekommen, obwohl ich neben ihm stand. Habe ich auch aufgenommen, werde ich aber hier nicht mehr reinschneiden, müsst ihr mir einfach glauben. Oder du stehst unter dem und der Strahl kommt über dem. Das sind so Sachen, die würden beim Monster da zum Beispiel gar nicht passieren. Wenn ein Drache einen Feuerstrahl speit und du stehst unter dem, dann bist du geschützt. Du bist quasi in so einem toten Winkel. Aber sowas gibt's hier nicht. Es gibt keinen toten Winkel. Du musst schon genau hinter dem stehen oder extrem weit weg ausweichen, dass dich eine Attacke nicht trifft. Das sind halt alles so Sachen, die machen das Lost Ark-Spiel nicht so geil, wie vielleicht bei einem Monster Hunter. Und deswegen wird auch manchmal ein Kampf nicht überstanden oder geschafft, weil ein eigener Mitspieler stirbt. Nicht, weil er zu schlecht ausgewichen ist, sondern weil einfach der Schlag trotzdem getroffen hat, obwohl der hätte nicht treffen sollen. Dazu die Lags. Ihr habt es ja gesehen, die Serverauslastung ist eben da. Und auch das hat ja Einfluss in so einer Online-Partie. Denn wenn du ausweichst und der Ausweicheffekt kommt erst so eine Sekunde später durch das Laggen im Spiel, ist das auch schon ein Todesurteil. Tja, das ist Lost Ark, Leute. Also es ist schon spaßig, aber ich habe gemischte Gefühle. Das wollte ich euch einmal gezeigt und das ist auch das, was ich die ganze letzte Woche gemacht habe. Also ich habe es rauf und runter getestet und das ist jetzt meine Meinung nach über 100 Stunden Gameplay. Also ich hoffe, es bessert sich. Ich hoffe, es kommen dann noch ein paar Spieler irgendwann mit dazu. Weil in der Gruppe macht es ja schon Spaß und so ab und zu sich nach der Arbeit hier entspannt einzuloggen und mal eine Insel zu erkunden, geht völlig okay. Das ist machbar und bei Genshin Impact mache ich ja auch nichts weiter. Irgendwann, wenn ich gar keine Zeit mehr habe, würde ich eher Genshin Impact bevorzugen und Lost Ark liegen lassen. Aber es ist noch ein Thema und ey, jeden Tag so eine Stunde vielleicht oder zumindest die Daily Soul, wenn sie denn klappen, kann ich mir vorstellen. Wenn das aber dauerhaft hier nicht funktioniert, werde ich natürlich auch mit Lost Ark aufhören. Aber könnt's halt jederzeit wieder anschalten. Das war zumindest mein Ziel, dass ich ins Endgame komme und mal gucke, wie das Ganze hier funktioniert. Also Endgame ist spaßig, die Hauptgeschichte vorher war eher so eine Quälerei. Das ist so mein Endfazit. Ich kann euch das nicht empfehlen. Ob ihr das jetzt kaufen sollt, es ist ja eh kostenfrei. Also da vielleicht nochmal ein Hinweis. Das Spiel ist zumindest wirklich gut, um es kostenfrei spielen zu können. Man muss nichts eincashen, gar nichts. Man braucht den Kristalleffekt nicht. Du bekommst so viel Loot. So wirklich viel Loot, wenn du einfach stumpf alles abklapperst, dass sich hier kein Mensch beschweren soll, dass es Pay to Win ist. Das ist sowas von nicht Pay to Win. Alles umsonst. Ich hatte freiwillig damals eingecashed, weil ich hier einfach ja ein cooles Reittier haben wollte. Und coole optische Klamotten für meinen Helden. Und wenn da das Spiel Geld bekommt, so soll es sein. Kann jeder entscheiden, wie er es machen möchte. Aber das Spiel ist kostenfrei. Und für kostenfrei kann ich es schon empfehlen. Es kostet einfach kein Geld. Alles Weitere ist nicht zu empfehlen. Und wer die Zeit auch sinnvoll investieren möchte, weil er keine Bock hat auf Wartezeiten, meidet Lost Ark und kauft euch dann eher Spiele wie Elden Ring oder Xenoblade Chronicles 3 oder andere coole Spiele, die jetzt bald kommen werden.
Es gibt genug Alternativen, dass ich denke, der wird's Lost Ark aber schwer haben, da er eine wirklich krasse Konkurrenz zu sein zu anderen Online-Rollenspielen oder zu anderen AAA-Spielen. Aber für diejenigen, die jetzt kein Geld haben, jetzt, weiß ich nicht, im Schulalter sind, für die ist Lost Ark sicherlich ein Blick wert, weil es halt nichts kostet, also. Aber gut, aus dem Alter bin ich ja Gott sei Dank auch raus und kann entscheiden, was ich mir kaufe. Und deswegen freue ich mich jetzt schon mal auf Elden Ring. Das ist das, was nächste Woche kommt. Und bis dahin machen wir auch keine Folge mehr zu irgendwas. Ich werde hier weiterspielen. Ich werde mich da durchbeißen und durchfuchsen. Und dann ist mit Elden Ring auch Lost Ark wahrscheinlich endgültig abgeschlossen. Ja, wer Fragen hat, kann sie mir stellen. Wer noch Bock hat oder mich einladen möchte in eine Gilde, weil er rein zufällig auch auf dem gleichen Server ist. Prokion heißt er. Glaube ich. Der darf mich gerne einladen. Ja, ansonsten, ne? Euch ein schönes restliches Wochenende. Bis zum nächsten Part. Rinja und Tschüss.